ich mal den kleinen Robby hier testen und gucken, inwieweit er diesen Pool gesäubert kriegt. Und dafür, hallo Hund, werde ich erstmal unter Wasser drücken, die Luft rauslassen. Und jetzt werde ich mal auf den roten Knopf drücken und ihn mal starten. Mal gucken, wie der landet. Vielleicht landet er auch auf dem Kopf. Kann man schon sehen, er hat ordentlich Power. Und jetzt lasse ich ihn mal los. Und da ist er schon mal gelandet. Das ist doch mal ganz nett. Und ich glaube, der nimmt auch tatsächlich schon den Sand da unten. Nimmt er mit, da wo er rüberfährt. Ja, die Bodenwellen. Da hat er ein bisschen Probleme, aber im Moment kommt er noch drüber. Wir lassen ihn einfach mal laufen, mal gucken, was er so schafft. Jetzt können wir mal gucken. Er nimmt tatsächlich vom Boden gut was auf. Obwohl diese Falten da unten drin sind. Ich gedacht habe, dass er da stehen bleibt. Aber im Moment kämpft er sich gut durch. Also da, wo er drüber fährt, nimmt er tatsächlich den Kram mit. Wo er ein bisschen Probleme hat, sind diese Wellen im Pool. Da kommt es auch schon mal vor, dass er stehen bleibt und sich zwischen den Wellen immer hin und her bewegt. Das nehme ich bestimmt auch gleich nochmal auf. Aber bis jetzt, da kann man auch wieder sehen, er fährt drüber. Kriegt das mit. Mal gucken, da vorne ist auch jetzt was. Das sieht alles ganz gut aus. Ah, die Richtung stimmt. Da haben wir einen schönen Fleck. Aha, jetzt dreht er voll ab. Da war allerdings auch was. Mhm. Hat er gekriegt. Wir warten mal ab. Das Gesamtergebnis sieht schon ganz gut aus. Das sah am Anfang wirklich schmuddeliger aus. Mit dem Sand da drin. Mal gucken. Solange der Akku hat, lassen wir ihn noch mal arbeiten. Jetzt hat er sich gefangen und zwar in dieser, ja, nicht kleinen Gummifalte. Da kann natürlich der Robby nichts für, die ist schon ordentlich. Zieht sich einmal quer rüber. Ich werde ihn jetzt mal ein bisschen anstoßen, damit er auch hier den Rest wegkriegt. Aber er hat sich schon echt Mühe gegeben. Da vorne sehe ich so gut wie nichts mehr. Hier bei der Leiter, da hat er noch ein bisschen zu tun. Da werde ich ihn jetzt gleich mal hinschubsen. Oh, jetzt kämpft er an der Leiter. Immer ein Stückchen Sisyphus, aber irgendwann hat das. So, jetzt angeln wir uns den Kerl mal. Und schau mal, was da drin ist. Er ist jetzt eine Dreiviertelstunde gelaufen. So. Ach, guck mal, das kann sich doch sehen lassen. Da ist auch schön Sand drin. Ich würde sagen, da hat er ganz gut gearbeitet. Jetzt spülen wir den ganzen Kram mal ab.
Und dann war's das. Also Ergebnis, ich filme gleich nochmal den Pool rein. Kann sich sehen lassen. Das ist jetzt auch keine große Arbeit, den mal abzuspülen. So, wo er nicht hingekommen ist, richtig, ist hier bei der Leiter. Aber ich gehe davon aus, wenn wir jetzt einen zweiten Versuch starten, dass er dann auch hinter der Leiter sein Glück findet. Hier hat er aber wirklich gute Arbeit geleistet, das kann man nicht anders sagen. So, wir werden ihn jetzt nochmal aufladen. Dauert ungefähr 3 Stunden. In der Zeit, ich höre schon gerade ein Bierchen auf, wie ein Bierchen aufgemacht wird. Werden wir gleich den Grill anschmeißen und nach 3 Stunden schmeißen wir den nochmal rein. Aber das Ergebnis ist schon gut. Das ist schon sehr einladend jetzt.